Aller guten Dinge sind drei, heißt es. Ritten wollte es im dritten Heimspiel der Saison endlich besser machen und ein Heimspiel gewinnen. Gelingen sollte das gegen Valbellice. Coach Marty Raymond musste auf die verletzten Luca Ansoldi und Travis Ramsey verzichten. Außerdem musste Max Plonau seine Sperre absitzen. Für ihn half Erik Johansson in der Verteidigung aus. Ritten in den hellblauen Dressen von links nach rechts begann druckvoll. Nach 5 Minuten setzt Simon Kostner Lorenz D'Accordo in Szene. Dessen Schuss geht aber am Tor vorbei. Eine Minute später die vierte Rittener Linie, die heute viel Eiszeit bekam. Markus Spinell spielt auf Mirko Quinz. Dessen Abschluss stellt aber kein Problem für Dušan Sidor dar. In der 10. Minute dann die Rittner Burm mit viel Glück. Valbellice feuert in dieser Aktion gleich mehrere Schüsse auf Chris Holt ab, der kann mit Reaktion und ein wenig Glück die Null halten. Ritten aber weiter im Vorwärtsgang, 12 Minuten sind gespielt, da legt Dan Tudin auf Patrick Chrismiller quer, sein Schuss aber ist zu ungenau. Zum Drittelende hat Ritten dann die Gelegenheit, 108 Sekunden in doppelter Überzahl zu agieren. Heraus kommt dabei herzlich wenig, dieser Schuss von Ingemar Gruber ist noch die beste Gelegenheit. Im zweiten Drittel dann viel Hockey zum Abgewöhnen. Valbellice scheint stehend K.O. In der 30. Minute liegt der Torjubel in der Luft. Der Puck geht auch ins Tor. Doch die Schiedsrichter hatten die Partie bereits davor unterbrochen, weshalb der Treffer nicht zählt. Dann 7 Minuten lang keine Aktion, die zeigenswert wäre. Valbellice dann mit viel Glück. Die Burm versuchen es in dieser Situation mehrmals, doch auch sie bleiben glücklos. In der 39. Minute endlich bricht der Torbahn. Es ist Patrick Rismiller, der sich über rechts durchtankt und auf Ingemar Gruber spielt. Der hat kein Problem einzuschießen. Und nur 43 Sekunden später können die Rittner Burm erneut jubeln. Dieses Mal macht Erik Johansson den Pass und Patrick Rismiller vollendet. Dann die letzten 20 Minuten. Auf einmal tritt Valbellice wie ausgewechselt auf. 6 Minuten sind gespielt, Simon Kostner bekommt die Scheibe nicht weg, Nate Di Casimiro schaut auf und spielt auf Signoretti. Anschlusstreffer. Und 4 Minuten später agiert Valpe in Überzahl. Campbell sieht Signoretti und der macht seinen zweiten Treffer des Abends. Ritten versucht zu reagieren, scheitert aber entweder am eigenen Unvermögen, so wie hier Dan Tudin, oder aber an Dušan Sidor, der hier einen Abschlussversuch von Bogatello blockt. So kommt es, wie es noch in jedem Heimspielersaison gekommen ist, zur Verlängerung. Und zum dritten Mal nehmen die Gäste den Zusatzpunkt mit. Dieses Mal mit Glück, Trevor Johnson schießt von der blauen Linie, der Puck spielt Ping-Pong. Und das Spiel ist aus. Ritten war die aktivere Mannschaft, schoss doppelt so oft wie Valbellice aufs gegnerische Tor. Doch was nützt das, wenn von 50 Versuchen gerade einmal 2 hineingehen? Bis zum nächsten Anlauf in einem Heimspiel bleibt noch ein wenig Zeit zum Üben. In 9 Tagen ist Gröden in Klobenstein zu Gast.